Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ist der zweite Heilfastentag. Ja, ich war heute Morgen unterwegs. Ich war ja arbeiten und im Büro. Und da ist es so, dass ja, dort auch so Süßigkeiten liegen. Und wenn man möchte, kann man auch einen Kaffee haben. Ich habe mir Wasser genommen. Ich habe dann auch Wasser getrunken. Und diesmal habe ich was mitgebracht. Ja, zum Essen und die anderen haben gegessen und ja, ich konnte zugucken, aber es macht mir wirklich nichts aus. Also mir geht's gut, ich fühle mich gut, ich fühle mich kraftvoll. Ja, ich habe mir auch, also ich mag nicht zum Darm entleeren. Glaubesalz, das mag ich nicht. Oder normalen Tafelsalz kann man ja auch auflösen. Das mag ich nicht. Ich kann es nicht, ich bekomme es nicht runter. Geht nicht. Und dann habe ich mir aus der Apotheke solche Tropfen so geholt und die werde ich einnehmen, aber jetzt nicht, weil wir auch immer Gottesdienste haben. Morgen haben wir nochmal Beerdigung, Samstag am Abend Gottesdienst, Sonntag dann auch nochmal Gottesdienst. Und ja, das wäre ungeschickt, wenn ich dann die ganze Zeit aufs Klo rennen würde. Ja, gut, dann melde ich mich später nochmal und werde mir jetzt meine Brühe machen und genießen. Ja, ihr Lieben, alles ist gut gelaufen, der Gottesdienst. Und jetzt warte ich noch auf den Pfarrer und dann mache ich hier zu Ende. Und ich fühle mich wirklich wohl und super. Also, ich fühle mich wirklich, wirklich gut. Ja. Also, ich habe was zum Trinken hier. Und das trinke ich auch nochmal aus. Und alles ist gut. Zweiter Tag des Heilfasten. Also normalerweise habe ich immer anfangs Probleme gehabt, ne, bis man reinkommt und ja, daran sich gewöhnt. Aber es läuft super. Tag Nummer 3 des Heilfastens. Ich war heute schon unterwegs, also in der Arbeit, die Kirche aufgeschlossen, dann geschwind nach Hause. Ich habe nur einen halben Liter heute getrunken, muss ich natürlich aufholen. Deswegen habe ich noch einen halben Liter mitgenommen. Wir haben ja bald Gottesdienst, Beerdigung heute Morgen und dann nehme ich es mit. Genauso auch Sprudel kann ich dann auch nochmal trinken. Das haben wir auch noch Sprudel und dann habe ich noch einen Tee gemacht. Also Werbung der Markenerkennung und bezahlte Werbung. Klar. Von zur Kiosk-Austausch, wir sind viele. Und der Tee, oh, den muss ich nochmal drehen. Und das, so, von der Seite. Ist ein Fastentee. Ups, die Katze hat sich auch erschrocken. Wie kann ich es halten? Ich soll ja immer, ich soll nicht quer filmen. Normalerweise, so, das ist der Fastentee. Der tut gut. Ich mag eigentlich normalerweise Kräutertees nicht so, aber das schmeckt mir, das ist okay. Und ja, das trinke ich jetzt aus und dann gehe ich rüber, schaffe bis, denke ich mal, 2 Stunden bis 12 Uhr und dann bin ich wieder da. Dann kann ich was kochen für die anderen und dann muss ich wieder los, weil der Tim operiert worden ist gestern. Wir müssen heute ja, Wundversorgung machen. Ja, Genau, gell? Deswegen. ich muss dann noch sagen, wenn die das Pflaster wegmachen, bisschen nass machen. Sie Okay. haben mir gestern gesagt. Ah, gut. Okay. Ja, und so sieht es aus heute, der Tag. Also mir geht's gut. Gut habe ich geschlafen. Ich bin sofort eingeschlafen, war dann um 4 Uhr wach. Und dann eine Stunde lang YouTube geguckt. Bis 5 Uhr dachte ich, okay, um 6 Uhr klingelt der Wecker, dann lohnt sich das gar nicht mehr zu schlafen. Also seitdem bin ich wach. Wahrscheinlich bin ich dann heute früher wieder im Bett, aber das macht mir gar nichts aus. Ich habe wirklich diese Anfangsschwierigkeiten diesmal nicht so wie immer. Das ist wirklich voll schön. Also, bis nachher. So, Feierabend. Es ist kurz vor 12 Uhr und ich gehe jetzt heim und koche mit den anderen was und dann geht es weiter. Mir geht es gut. Ich habe 1 Liter getrunken, also einen halben Liter Sprudel und einen halben Liter Tee und mir geht es gut. Also ich bin jetzt müde. Wir müssen gleich los mit dem Tim zum Verband wechseln nach der OP gestern. Und jetzt hätte ich gerne so eine Stunde mal hinlegen und Pause machen oder auch einschlafen. Aber geht ja nicht. Deswegen düsen wir gleich ab
Und ich nehme mein Trinken mit. Es ist gut, dass der Körper sich gewöhnt hat. Also einfach auf das viele zu trinken auf einmal und nicht aufs Klo gleich zu rennen. Das ist auch gut. So, jetzt gehen wir gleich los. So, wir sind wieder zurück von dem Arzt und ich habe noch nichts getrunken, zwar habe ich nicht genommen, das bedeutet, dass ich jetzt noch trinken werde und dann noch meine Brühe mache. Es ist ziemlich jetzt schwierig für mich, weil hier so lecker riecht, weil die Jungs hier sich beim Döner was geholt haben und für mich ist es, es riecht ja so schön. Naja, kurz gibt es für mich Brühe. So, ich versuche es mal querkant zu filmen. Schaue immer wieder nach dem Hundi. Sitze hier am ja, unserer wunderschönen Terrasse. Umdrehen kann ich euch nicht, aber es ist wirklich voll schön. Es ist kalt. Aber ich bin den Buckel hochgelaufen und bin schon verschwitzt, muss ich sagen. Ja, jetzt am Abend, ich bin schon müde und kraftlos und erschöpft und würde jetzt gerne reingehen, Füße hochlegen und dann auch einfach einschlafen. Ja, mal gucken, was ich noch machen muss. Ich habe keine Ahnung, weil, ja, mal schauen, was noch heute auf einen zukommt. Aber ich gucke, dass ich wirklich, also heute ist eigentlich Bürgermeister, Vorstellung, das wäre ja eigentlich interessant, aber ach so, ich habe ja Abführmittel genommen und das bedeutet dann halt, ja, kann es in die Hose gehen, ne? Morgen ist Abendgottesdienst, da denke ich, dass ich alles dann draußen habe. Irgendwann muss man ja da anfangen, gell? Okay, ihr Lieben, dann vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns. Bis dahin.